Hoi da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Video für alle Asiaten wegen Chinese New Year, Lunar New Year. Alles Gute an die, die es feiern. Und wir haben dieses Jahr das Jahr des Affen. Deswegen von mir heute eine Top 10 der Affenkarten. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Relativ spontanes Video, mal schauen, wie das ankommt. Ich wollte eigentlich was zu Ring Raiders machen. Video dazu, aber. Das am Donnerstag eigentlich schon rauskommt, aber irgendwie ist noch fast gar nichts dazu bekannt. Beziehungsweise es interessiert auch keinen. Am Morgen kommt ein Review zu den Phantom Knights. Ein Team Deck, das in dem Set rauskommen wird. Und dann am Mittwoch zu den Super Quantums. Auch ein anderes Team Deck, diese Power Rangers. Vielleicht kennen schon ein paar von euch die. Kann man sogar mit Monarchen mischen, also mal schauen. Und Donnerstag, mal schauen, falls wir es hinbekommen, ein paar Duelle mit diesen zwei neuen Decks. Oder ein Opening, falls wir was bekommen. Sonst kommen wir jetzt zu der Top 10. Da habe ich auf Platz Nummer 10 Test Ape. Erde, Level 2, Beast. Und wenn der im Kampf stirbt, kannst du ein Level 4 oder niedriger Gladi-Monster von deinem Deck specialen. Shoutout an GB Kollege. Dann auf Platz Nummer 9 Egotistical Ape. Auch Erde, Level 5, auch Beast und Tuner sogar. Der kann nicht genormalt oder gesettet werden. Kann nur gespecialt werden, wenn du ein Beast-Typ-Monster von deiner Hand auf den Friedhof legst. Und wenn der gespecialt wird, kannst du einen der folgenden Effekte aktivieren: Erhöhe seine Stufe um die des abgeworfenen Monsters. Oder senke seine Stufe um die des abgeworfenen Beast-Monsters. Dann haben wir auf Platz Nummer 8 Ancient Crimson Ape. Der ist Licht, komischerweise. 7 Sterne, auch Beast. Sein Effekt ist, wenn Monster, die du kontrollierst, zerstört und auf den Friedhof gelegt werden, kriegst du 1000 Lebenspunkte. 2,6 ATK, 1,8 Defense. Scheiß Effekt, aber sieht cool aus. Dann haben wir auf Platz Nummer 7 Ape Fighter. Finsternis, Level 4, Beast. Sein Effekt ist, jedes Mal, wenn er ein gegnerisches Monster zerstört, erhält er 300 ATK. Falls er das nicht tut, verliert er den Push wieder. Und 1,9 ATK, 1200 Death. Und den hat man sogar eine Zeit lang gespielt. Das war so Dino Rabbit Zeit, wo man auch noch so TG spielen konnte. TG Anti mit dem und Horn of the Phantom Beast. Hat man ab und zu ausprobiert als zusätzlichen Beast zusammen mit Beast King Barbaros. Dann haben wir auf Platz 6 den gelben Baboon, Archer of the Forest, Erde, Level 7, auch Beast. Wenn ein Beast-Monster, das du kontrollierst, zerstört wird, durch Kampf, kannst du zwei Beast-Typ-Monster von deinem Friedhof verbannen und den dann specialen von deiner Hand. Hat 2,6 ATK, 1800 Defense. Dann haben wir auf Platz Nummer 5 den Berserk-Gorilla. Erde, Level 4, Beast. Muss angreifen jede Runde. Falls er in der offenen Verteidigungsposition ist, wird er zerstört. 2000 ATK, 1000 Death. Der war sogar mal richtig krass in dem Meta, in dem Format, wo es nur 1800 ATK und 1900 ATK Monster gab, wo die dominiert haben, war er richtig krass. Hat halt dann immer Enemy Controller kassiert und dann ist er gestorben, aber war eine gute Karte, rare. Dann haben wir auf Platz Nummer 4 Firefist, Brotherhood of the Firefist Gorilla. Feuer, Level 4, Beast Warrior. Effekt, Armor pro Runde. Wenn diese Karte ein Monster, gegnerisches Monster zerstört und auf den Friedhof legt, kannst du eine Firefist Formation Zauberkarte von deinem Deck setten. Und einmal pro Runde kannst du eine offene Fire Formation Zauber oder Falle, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen und dann eine Zauber oder Falle auf dem Feld zerstören. Hat man immer einmal gespielt in den Firefist Decks. Natürlich viel schlechter als Firefist Bear. Dann haben wir auf Platz Nummer 3 Spiritual Beast Ape Leo. Ich glaube, es ist ein Affe, also Fusion aus Affe und Löwe. Ist Wind, auch Level 4 und Pyro. Und sein Effekt ist einmal pro Runde. Während einer beliebigen Runde kannst du ein Ritual Beast Monster, eine Ritual Beast Karte von deinem Friedhof entfernen. Und für den Rest der Runde erhalten alle Ritual Beast Monster, die du kontrollierst, 500 ATK und Defense. Guter Effekt kann man auch im Damage Step aktivieren. Und den kannst du, den Spiritual Beast Ape Leo, kannst du nur einmal pro Runde specialen, wie alle Spiritual Beast Monster. 1800 ATK, pusht sich selber auf 2-3, schon nicht schlecht. Dann haben wir auf Platz Nummer 2
den grünen Baboon, Defender of the Forest, Erde, Level 7, Beast. Effekt, wenn diese Karte in deinem Friedhof oder deiner Hand ist, während ein offenes Beast-Type-Monster von dir, das du kontrollierst, zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, außer im Damage-Step, kannst du 1000 Lebenspunkte zahlen und den Special mit 2,6 ATK und 1800 Death. Der hat sogar einen Errata bekommen. Davor ging es auch im Damage-Step, sprich auch wenn ein Monster von dir einfach stirbt, kannst du den dann immer wiederholen, was halt damals ziemlich krass war. Und das Deck hat Tati auch gespielt, war eine seiner Lieblingskarten. Deswegen Shoutout an Tati. Und dann haben wir auf Platz Nummer 1 natürlich Performer Ball, Monkey Board, Erde, Level 6, Pendulum Karte, Beast, 1000 ATK, 2,4 Death. Gerade erst auf 1 limitiert worden durch diese Adjusted Panelist. Wir haben ein Video dazu gemacht, könnt ihr nochmal abchecken. Panel Skala 1 und Panel Effekt ist, seine Skala wird zu 4, es sei denn du kontrollierst eine andere Performer Ball Skala. Und während deiner Main Phase, falls diese Karte aktiviert wurde diese Runde, kannst du ein Level 4 oder niedriger Performer-Pal-Monster von deinem Deck auf die Hand holen. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Runde aktivieren. Und dann sein Monster-Effekt, den glaube ich noch nie jemand eingesetzt hat. Du kannst diese Karte von deiner Hand abwerfen, ein Performer-Pal oder Odd-Eyes-Monster in deiner Hand vorzeigen. Und falls du das tust, reduziere die Level aller Monster in deiner Hand mit dem Namen, also das du vorgezeigt hast, glaube ich mal, um 1 für den Rest des Zuges. Also die Odd-Eyes-Monster sind ja 7, dann 6. Könnte man dann Tribut beschwören, theoretisch. Aber naja, das war die Liste, Top 10 der Monkey Cards. Anlässlich zu dem Jahr des Affens. An alle, die das feiern, noch einen schönen Feiertag. Ansonsten kommen hoffentlich diese Woche noch ein paar Videos zu den neuen Set Wing Raiders. Ansonsten bis zum nächsten Mal und leidet nicht so viel. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten like und subscribe unten, kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidet es nicht.